Hallo, ich bin Kim und das ist Johanna und wir beide studieren Sportmanagement sowie Eventmanagement an der Europafachakademie Dr. Buhmann. Genau, und im Rahmen des 96 Anstoß-Talk treffen wir uns heute auf einen O-Saft mit Karl Allgöwer. Ich heiße euch herzlich willkommen zum O-Saft-Talk mit Herrn Allgöwer. Meine erste Frage ist, ist es wieder etwas Besonderes für Sie in Hannover zu sein? Und welche Erinnerungen haben Sie noch an Ihr erstes Länderspiel gegen Frankreich in Hannover? Ich habe an Hannover sehr gute Erinnerungen, weil ich mit dem VfB auch das ein oder andere Mal in Hannover gewonnen habe. Aber wie Sie schon sagten, ich habe hier mein erstes Länderspiel gemacht gegen Frankreich. Wir haben 4-1 gewonnen. Und ich war damals erst 23 und schon Nationalspieler, also das war natürlich für mich die Erinnerung. Und ich habe sogar vorhin, als ich hier gelandet bin, dran gedacht. Okay, Sie haben sich auch neben Ihrer Karriere politisch engagiert, unter anderem auch für die Initiative Sportler für den Frieden. Wie kam es denn dazu? Ja, eigentlich ganz einfach, weil wir damals gemerkt haben, wie das Ost-West-Verhältnis ist. Und da haben wir gesagt, die Politiker schaffen das nicht. Wir müssen selber das bekannter machen, dass man Frieden sucht, dass man nicht Atomwaffen hüben und drüben stationiert, sondern dass man die Atomwaffen rausbringen. Und das ist eine Initiative, das hat weder mit der Partei noch sonst was zu tun, sondern das war eben eine Organisation, da waren nicht Fußballer nur dabei. Nur damals hieß es eben, man soll sich politisch nicht äußern und das ist eben jedermanns Sache. Ich habe eine Verantwortung für die Bevölkerung übernommen und habe meinen Namen dafür hergegeben, habe es auch gerne gemacht. Okay, dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Eben wurde kurz angesprochen, dass Ihr Spitzname Wasenkarle ist. Ich wollte Sie fragen, ob Sie heute immer noch so genannt werden. Ja, das ist so, vor allem von der älteren Generation. Die Jungen kennen das nicht mehr, das ist ganz klar. Aber meine Fans, die etwas jünger sind oder etwas älter sind als ich, werde ich immer noch damit angesprochen. Vor allem, weil der VfB jetzt in der zweiten Liga spielt. Jetzt erinnern sich die Leute nur an die guten Zeiten und da fällt der Name Wasenkarle immer noch. Okay, dann wollte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken.